ist ein kleines Raubtier. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Schaut irgendwie ein bisschen gruselig aus. Aber doch auch lustig, oder? Ich verrate euch, was das ist. Das ist ein Ich-Neumon. In Spanien wird es auch Buschteufel genannt. Warum? Das erfahre ich später. Für euch gibt es jetzt schon mal die ersten Infos. Der oder auch das Ich-Neumon ist ein Raubtier und in etwa so groß wie eine große Katze. Es gehört zur Familie der Mangusten, wie auch das Erdmännchen oder der Mungo. Ich-Neumons kommen ursprünglich aus Afrika, aber auch in Spanien und Portugal haben sie sich angesiedelt. Wenige Menschen kennen das Tier mit dem seltsamen Namen, denn meist drückt es sich im Unterholz herum. Wohl fühlt sich das Ich-Neumon auch am Wasser, in der Nähe von Bächen oder Sümpfen. Ich-Neumons sind tagaktiv und trotten die meiste Zeit auf der Suche nach Beute in ihrem Revier umher. Die Nächte verbringen sie in den Bauten von Kaninchen oder Dachsen. Im alten Ägypten wurden die kleinen Raubtiere als Haustiere gehalten, denn sie sind sehr geschickt bei der Jagd auf kleine Nagetiere und Schlangen. Noch heute sind Ich-Neumons in Nordafrika als Schlangentöter sehr geschätzt. Eine seltene Besonderheit im Tierreich hilft den Mangusten bei der Jagd. Sie sind nämlich immun gegen Schlangengift. Der Biss einer Giftschlange kann ihnen also nichts anhaben. Ich bin in den Süden Spaniens gereist, nach Andalusien. Hier lebt das Ich-Neumon, versteckt im Unterholz der immergrünen Buschlandschaft. Naturschützer Manolo ist einer der wenigen Menschen, die das Ich-Neumon sehr genau kennen. Seit vielen Jahren beobachtet er die Tiere in freier Wildbahn und weiß fast alles über sie. Hey Manolo! Hi! Hi! Oh, ich habe gehört, du kennst dich richtig gut mit Ich-Neumons aus. Da habe ich gleich mal eine Frage. In Deutschland sagen wir Ich-Neumon. Das ist ja ein richtig verrückter Name. Habt ihr in Spanien auch so einen komischen Namen für die? Der spanische Name bedeutet kleiner Dachs. Aber das Ich-Neumon gehört gar nicht zur Familie der Dachse. Und dass man es Buschteufel nennt, ist auch nicht richtig. Es ist kein Teufel, das stimmt einfach nicht. Es ist ein nettes Tier. Aber gefährlich sind sie nicht. Nein, nein. Komm mit, ich zeig dir eins. Manolo will mir ein Ich-Neumon ganz aus der Nähe zeigen. Bei seinem Freund Adriano lebt so ein kleines Raubtier zu Hause. Manolo schaut regelmäßig bei den beiden vorbei, um zu sehen, wie sich das Jungtier entwickelt. Hallo Manolo. Hallo Pia. Hallo, wie geht's? Hi. Adriano ist wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der ein Ich-Neumon großzieht. Das ist ein Ich-Neumon. Ja, das ist Morita. Wow, das schaut ja cool aus. Warum lebt das denn bei dir? Sie ist ein Jahr alt. Sie ist hier, weil ihre Mutter von einem Auto überfahren wurde. Oh. Als ich sie gefunden habe, passte sie gerade einmal in meine Hand. So klein. Mhm. Und jetzt ist Morita bei mir. Wow. Und ist sie immer nur hier drin oder darf die auch mal raus? Klar, sie darf auch raus. Ja? Cool. Mora. Mora, komm. Oh. Da ist es schon. Oh, und weg ist es. Ich-Neumon Morita ist ein ganz schön flinker Flitzer. Der Garten ist ihr Revier. Hier kennt sie sich aus und bewegt sich frei. Aber auch in ihrer gewohnten Umgebung bleibt sie immer wachsam. Bei fremden Geräuschen geht sie sofort in Hab-Acht-Stellung. Wenn Adriano sie ruft, kommt sie. Morita! Morita! Also, manchmal zumindest.
wenn sie nicht gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist. Adriano hat Morita mit der Flasche aufgezogen. Noch kann er das kleine Raubtier auf den Arm nehmen. Wow! Cool! Hey! Wow! Das ist Morita. Oh, so aus der Nähe aus. Darf ich es mal anfassen? Ja? Klar, du darfst sie anfassen. Wow. Das ist gar nicht stachelig, eher weich. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Boah, Leute, ich fasse gerade nicht Neumann an. Cool. Das ist der Schwanz. Er hilft ihnen dabei, sich nicht aus den Augen zu verlieren. Mhm. Die Schwanzspitze halten sie beim Rennen immer nach oben. Okay. Die Ohren sind mini klein, aber sehr fein. Ich Neumanns haben ihre Lauscher ständig im Einsatz und hören Feinde schon aus großer Entfernung. Diese Augen, die hat ja schlitzförmige Pupillen. Ja, damit haben sie einen besseren Rundumblick. Die sehen also richtig gut. Das Ich Neumann ist das einzige Raubtier mit solchen Pupillen. Dadurch muss es den Kopf nicht bewegen. Es sieht ganz schnell, wenn etwas von der Seite kommt, ohne den Kopf zu bewegen. Jetzt wollt sie runter. Sie ist weg. Morita nutzt ihre Zeit im Garten, um die Umgebung zu erkunden. Zwischendurch zieht sie sich gerne in ihr sicheres Gehege zurück. Das ist auch gut so, denn sie soll sich unabhängiger von ihrem Ziehvater machen. Auf andere Ich-Neumunds trifft sie hier nicht. Dafür auf einen besonders wilden Vierbeiner. Hallo! Wer ist das denn? Das ist Golfo. Der ist ja total aufgeregt. Ich glaube, er freut sich ein bisschen, dass wir da sind. Wie die meisten Tierkinder lernt Morita beim Spielen. Die Verfolgungsjagden mit dem Setterhund Golfo sind ein gutes Training für die kleine Manguste. In freier Wildbahn müsste sich Morita vor einem Zusammentreffen mit dem Hund eigentlich fürchten. Boah, ey, die spielen ja so richtig Katz und Maus. Also ich meine, ich Neumann und Hund. Warum verstehen die sich so gut? Die beiden sind zusammen aufgewachsen. Sie sind wie Geschwister. Sie spielen gern miteinander. So ist das halt. Auch das Haus von Adriano ist vor den beiden nicht sicher. Sie jagen und fetzen sich hier, was das Zeug hält. Morita ist jetzt ja schon recht zahm. Ist es denn schwierig, sich um ein Wildtier zu kümmern? Ja, das ist schwierig. Sie ist ein wildes Tier und hat ihre Instinkte nicht verloren. Ja. Auf der anderen Seite lebt sie bei mir. Momentan geht es gut. Aber ich versuche, sie zu trainieren, um ihr das Jagen beizubringen, damit ich sie irgendwann freilassen kann. Es ist schwierig, aber vielleicht kann sie eines Tages an einem sicheren Ort in Freiheit leben. Ah, du trainierst die auch. Willst du es mal sehen? Ja? Komm mit. Ein Stück Leder mit einer Schnur dran. Das ist die Beute, die Morita fangen soll. Ah. Aha, jetzt ist ihr Interesse geweckt. Und schon geht sie auf die Beute los. Dann fängt sie sie aber nur sehr zaghaft. Jetzt hat sie das ganze Spielzeug einfach mitgenommen. Um in der Natur überleben zu können, muss Morita lernen, ihr Futter selbst zu jagen. Da muss sie sich noch ein bisschen mehr anstrengen. Dann probiere ich mal mein Glück. Morita! Morita! Golfo scheint mehr Interesse am Training zu haben. Morita ist irgendwie abgelenkt.
so richtig Lust zu spielen hat sie nicht. Sie schnüffelt irgendwas. Ist da was drunter? Das ist ein Igel. Der schläft da unten. Und das riecht sie? Ja, das riecht sie. So lernt Morita jeden Tag ein bisschen mehr über das Leben in der Natur. Adriano, ich wünsche dir wirklich ganz viel Glück, dass Morita bald ausgewildert werden kann. Ja, hoffentlich können wir sie eines Tages auswildern. Und Leute, für euch gibt's jetzt noch mal ein paar coole Infos. Ein Ich-Neumon-Weibchen kann das ganze Jahr über Nachwuchs bekommen. Die meisten Geburten finden im Frühjahr statt. Oft ist die Mutter mit ihren Jungtieren im Familienverband zusammen. Und natürlich muss Futter für die Jungen her. Ich-Neumons spüren mit ihren feinen Nasen herumliegendes Aas auf. Sie gehen aber auch auf die Jagd. Und dabei sind sie nicht gerade zimperlich. Vor allem Kaninchen, die tagsüber in ihrem Bau schlafen, sind eine beliebte Beute. Diese Vorliebe für Langohren teilen sie mit dem Fuchs und dem iberischen Luchs. Je weiter sich der Luchs in Spanien verbreitet, und das tut er, desto schwieriger hat es das Ich-Neumon, Futter zu finden. Feinde haben Ich-Neumons vor allem in der Luft. Besonders die Jungtiere müssen sich vor großen Raubvögeln in Acht nehmen. Viele von ihnen überleben ihr erstes Lebensjahr nicht. Naturschützer Manolo nimmt mich mit, um mir Ich-Neumons in der Natur zu zeigen. Boah, Manolo, das war echt richtig cool bei Adriano, dass ich so nah an das Ich-Neumon rankommen konnte. Aber sag mal, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man hier in freier Natur mal einzieht? Das Ich-Neumon ist das häufigste Raubtier im Süden Spaniens. Aber es ist nicht leicht, es zu sehen, und die Leute verwechseln es. Sie wissen nicht, was für ein Tier das ist. Sie vermuten eine große Ratte oder eine komische Katze. Sie wissen einfach nicht, was für eine Tierart es ist. Ja, kein Wunder. Wer kennt schon eine Ich-Neumon? Schau, Pia! Hast du es gesehen? Da ist gerade eins vorbeigelaufen. Ich war zu langsam, ich hab's nicht gesehen. Macht nichts. Wir suchen ein anderes. Okay. Seit mehreren Jahren beobachtet Manolo ein ganz bestimmtes Ich-Neumon, Juanita. Jedes Jahr im Frühjahr besucht er ihr Revier, um zu sehen, ob er sie wiederfinden kann. So, Leute, wir haben uns richtig gut ausgerüstet. Tarnzelt dabei, weil wir suchen jetzt nach Juanita. Manolo, was meinst du? Ist sie irgendwo hier in der Gegend und wo suchen wir eigentlich genau nach ihr? Juanita ist hier und ich bin sicher, dass sie es ist und kein anderes Ich-Neumon. Denn ihr fehlt eine Kralle. Man kann an einem Pfotenabdruck ganz einfach erkennen, dass er von ihr ist. Ja. Wir suchen also nach einem Pfotenabdruck eines Ich-Neumons mit nur 3 Krallen. Adlerauge Manolo wird schnell fündig. Es ist zwar kein Abdruck, aber eine andere heiße Spur. Wir haben Glück. Diese Haare sind von einem Ich-Neumon. Sie sind ganz speziell. Ja. Siehst du, sie sind gestreift. Weiß, schwarz, weiß, schwarz. Hier ist ein Tier vorbeigelaufen. Und ich bin sicher, es war Juanita. Echt? Ja, das hier ist ihr Revier. Dann muss sie hier in der Nähe sein. Wir suchen weiter nach Pfotenabdrücken im Sand. Pia, komm mal her. Ich habe frische Spuren gefunden. Oh, wirklich? Schau. Bei diesem Abdruck kannst du sehen, dass es nur 3 Krallen sind.
fingers. Ja. The other one. Eine fehlt. Diese Spur ist also von Juanita. Oh, wir sind also sicher, dass das ihr Abdruck ist. Sieht man denn auch, in welche Richtung sie läuft? Ja, sie ist in diese Richtung gerannt. Dort müssen wir den Bau suchen. Hier lang? Ja. Na dann, Manolo, nichts wie hinterher. Oh, look. Oh, schau, Pia. Hier ist Losung von Juanita. Der Bau muss ganz in der Nähe sein. Oh, das ist ja cool. Da hat sie wohl hingemacht. Jetzt kann es nicht mehr weit entfernt sein. Augen offen halten. Schau mal, Manolo, da vorne. Volltreffer. Geh nicht näher ran. Okay. Wir müssen Abstand halten. Vielleicht ist sie im Bau. Vielleicht ist sie aber auch in der Nähe. Wir müssen den Bau beobachten und herausfinden, ob es ihrer ist. Okay, Leute, ich glaube, es wird Zeit für unser Tarnzelt. Oh, ganz schön schwer. Das hier ist ein guter Platz. Von hier aus sehen wir den Bau. Okay. Perfekt. Das ging ja flott. Manolo, gehen wir jetzt rein? Go. Komm. Ja? Hallo, da sind wir. Und wir haben den perfekten Blick auf den Bau. Jetzt heißt's warten. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Geduld. Vom Tarnzelt aus können wir den Bau aus der Nähe beobachten, ohne dass die Tiere auf uns aufmerksam werden. Ob das wirklich Juanitas Geheimversteck ist, finden wir hoffentlich bald heraus. Kurze Zeit später taucht wirklich ein Ich-Neumann auf. Boah, ist das Juanita? Ja, das ist Juanita. Wir haben wirklich Glück. Jetzt ist sie in den Bau gelaufen. Gibt's hier in Südspanien eigentlich viele Ich-Neumanns? Das ist nicht bekannt. Es gibt keine Studien über das Ich-Neumann. Nicht nur in Andalusien, in ganz Spanien weiß das keiner so genau. Okay. Die Leute nennen sie ja auch Buschteufel. Findest du, dass das teuflische Tiere sind? Nein, sie sind keine Teufel. Die Leute mögen sie vielleicht nicht, weil sie manchmal Hühner jagen. Aber in der Natur haben sie einen guten Einfluss. Sie sind nützlich. Okay. Wir haben Glück. Juanita taucht noch einmal auf und wir können sie in Ruhe beobachten. Ob sie uns entdeckt hat? Sie bleibt in der Nähe ihres Baus und beobachtet die Umgebung aufmerksam. Aber wir scheinen sie nicht zu stören. Die läuft ja die ganze Zeit rum. Ist sie irgendwie nervös? Ja. Es sind nervöse und aktive Tiere. Sie spielen gerne in der Nähe des Baus. Ihr geht's richtig gut.
Jetzt geht's hier rein. Ach, dann kommt er drüben wieder raus. Ist sie denn trächtig? Nein, das glaube ich nicht. Wenn sie trächtig wäre, wäre ihr Körper wesentlich dicker. Mhm. Jetzt ist sie aber schlank wie ein Topmodel. Okay. Wenn sie sich so aufstellt, dann erinnert sie mich irgendwie an ein Erdmännchen. Ja, sie gehören zur selben Tierfamilie wie die Erdmännchen. Sie stellen sich gerne auf die Hinterpfoten, zum Beispiel wenn sie Hundegebell hören oder eine andere Gefahr. Dann schauen sie sich um. Boah, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, dass ich Neumann echt ein richtig cooles Tierchen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert.